Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. In der letzten Folge haben wir die komplette Industrie von hier nach da bewegt, wo wir vielleicht auch jetzt mal so ein Krankenhaus platzieren könnten, weil irgendwie sind die ziemlich pisst darauf, dass die keine Krankenversorgung haben. So. Und wir haben das neue Viertel hier schon mal etabliert, ein bisschen mit dreispurigen Straßen, pipapo. Ja, wir müssen jetzt hier die Ortschaften reinsetzen. Und ich verstehe nicht, wie man hier immer dauernd Probleme haben kann. Ich habe so viel hier reingesetzt. Das gibt es doch gar nicht. Die sind auch noch voll, voll. Das ist der Wahnsinn. Wo stecken die? Wo wollt ihr denn hin? Ey, das gibt es doch gar nicht. Die machen mal... Nix drüber gehen hier. Einfach Gas geben, Jungs. Haben wir hier einen Stau? Oder wo stehen die denn immer? Ampel? 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 Der Kreisel steht volle Wäsche. War der Kreisel vielleicht doch nicht so eine gute Idee? Aber irgendwie wollen alle automatisch in den Distrikt hier oben. Ist uncool. Also die meisten wollen aus irgendeinem Grund nach da, um dann hier wieder rauszukommen. Kann ich irgendwie klügere AI aktivieren oder... Irgendwas ist hier ganz, ganz doof. Ich tue jetzt mal upgraden zu einer Autobahn. Geht das? Zu einer ganz, ganz simplen Autobahn. So. Das sollte jetzt um einiges flotter gehen. Und dann will ich denen hier noch erlauben, dass sie sich hier also reinpreschen können auch. Kommt, macht mal. Wir müssen langsam hier echt abbauen. Das ist gerade echt scheiße. Verkehrszeichen muss ich gleich etablieren, oder nicht? Hier haben sie schon. Aber jetzt langsam baut sich das wieder ab. Ob wir den Kreisel hier auch zu einer Autobahn upgraden sollten, ist die Frage, ne? Obwohl, das wird ziemlich doof, wenn wir hier hinten das riesige City-System jetzt dann gleich haben. Ich glaube, dann wäre das ein bisschen peinlich. Alter, das ist schon fertig? Oha! Extrem! Also das wird jetzt ein reines City-Gebäude oder City-Landschaft hier. Basic Road Grass. Mhm. Gibt doch voll schöne Straßen. Ich überlege gerade, wie wir bauen. Also ich würde halt sagen, dass es immer nur zwei Connections jeweils dahin gibt. So? Nee. Ich musste echt noch ein bisschen an den Entfernungen arbeiten. Ah nee, ich habe die Straßen jetzt diesmal benutzt. Ah. So. Und bis hier hoch mal. Ich versuche jetzt gerade nochmal so ein bisschen die Connections Points zu basteln. So. Weil hier müssen wir sicherlich... Also das ging aber, das braucht... Ich bin gerade wieder eingefallen, dass ich ja nicht mal so weit weg, so nah ran muss. So. Hier runter und dann verbinden wir dich. So, dann ist das jetzt sozusagen... der innere Bereich. Den muss ich ja eigentlich noch unterteilen in die verschiedenen. Einmal so. Einmal so. Ist ein bisschen klein geworden, aber ja. Das geht schon.
Zickzack, Hühnerkacke. Bis runter an die Straße und hier wieder dran. Kann natürlich auch sagen, okay, es geht einmal raus und einmal wieder rein, aber das ergibt ja auch keinen Sinn, oder? Da können wir nicht auch anknüpfen. Hm. Oder man sagt, die kommen dann hier. Oh, geilste Idee ever. Wenn das funzt, das wäre ja mega. Also, nee, hier dürfen die nur rein. Rein. Aber hier dürfen die nur raus. Oh, ist das geil. Die gehen in den Kreisel raus und können sich dann wieder verteilen. Wenn es so gut wie funktioniert, wie ich mir hoffe, dann wäre das ja ultra geil. Okay, wir platzieren das mal hier. Ich weiß nicht, wo ich da hin muss. Das war wieder beschissen platziert. So. Easy cheesy. Zack. Hier noch eine Straße hin. Die Straße ins Verderben. Warum hinten? Das sitzt an keiner. So. Okay, und hier rauf noch. Genau, das ist halt genau per. Das ist perfekt. What? Das war jetzt auch perfekt. Ich wüsste nicht mehr wie. Aber wie weit sind denn die? Vier. Überschneiden tut es einer, also muss ich mindestens fünf weg. Kannst du. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt sehe ich es nicht. Das sind vier, das sind fünf. Hier weiß ich halt absolut null, weil ich kann da ja nichts einschätzen. So. Die führen wir mit der Straße wieder zusammen. Perfect road, I would say. Mir gerade auffallen, dass wir da in der Mitte eine Autobahn eigentlich gebaut haben. Ja, da habe ich wieder mitgedacht, ne? Perfekto. Jetzt müssen wir dann die nur noch in der Mitte hier verbinden, weil die außenrum könnten wir eigentlich voll die Parks bauen und so. OMG, Parkgebäude und so. Eine vierspurige Autobahn ist, glaube ich, als Kreisel nicht so geeignet, aber hier so eine dreispurige Freelane wäre, glaube ich, dementsprechend geeignet. Zu probieren. So. Überlegen wir uns halt, ob man hier den Kreisel auch hinsetzt. Dann geht das weg, kommt hier noch eine eigene Straße hin. Logisch. Warum hat der hier leer. Also ganz ehrlich, teilweise habe ich echt die Frage, ob die spinnen. Ich werde jetzt mal hier so probieren. Also, dass ich wirklich so runtergehe. Mit jeder einzelnen Straße. Ja, nee, ist klar. Also da war es doch mit einer Straße wesentlich effizienter. Aber wenn ich hier seitlich. Ich sag jetzt mal so. Ist in der Mitte am meisten Platz und außen ist halt jeweils einer abgekattet. War halt doof so, ne? Aber hey. Verlassene Gebäude ist ja gut. So. Mal kurz pausieren, weil jetzt müssen wir erstmal hier das Straßenwassernetz ziehen. Das Straßenwassernetz wird hier jetzt angeschlossen. Um Gottes Willen, ist das hier viel Wasser, was man wieder braucht. Ich glaube, wir müssen auch mal ein bisschen wieder auf die Wassermenge achten. Weil wir dezent langsam an Wasser ausgehen, glaube ich. Ja, Wasserverfügbarkeit ist schon sehr gering und der Rest auch. Hupsi. Vor allem, wir haben ja hier mit dem Wasser angefangen. Wir müssen ja jetzt hier bis runter schon. Ich würde hier einfach noch eine neue Absaugstation hinsetzen. Damit dementsprechend auch vielen Anschlüssen, die hier angeschlossen wird und dann natürlich, damit der Weg so gering wie möglich zum nächsten Anschlusspunkt wird,
Geht hier noch eine Straße weg, kriegt eine eigene kleine Stromproduce hin. Aber das Ablaufzeugs, das brauchen wir immer noch hier unten. Und da würde ich jetzt mal auf ein bisschen ökologisch setzen. Wie schaut es eigentlich mit der Stromproduce aus? Schaut doch gut aus. Und dementsprechend sollte sich jetzt auch das Ganze hier eigentlich entspannen. Ja, nice. Stimmt, wir kriegen ja gleich von außerhalb. Nee, das war meine Privatspielkarte, oder? Ja, das war meine private Spielkarte. Da habe ich von außerhalb Strom dazu bekommen. Und jetzt tun wir mal die kompletten inneren Bereiche nur mal mit Wohngebieten besiedeln. Das wird jetzt so richtig assi viel. Wir müssen auch schauen, wie wir das mit dem Strom machen. Die haben noch keinen Stromanschluss, oder? Also jetzt mal ohne Scheiß, die haben echt keinen Strom. Ja. Das können wir doch sicher irgendwie mal. Das lösen wir jetzt irgendwie so hier rüber und so hier hinten. So. Wie kann es sein, dass wir dauernd Müllberge irgendwo haben? Haben die mittlerweile eigenen Strom? Ah, die sind schon mittlerweile verknüpft. Ja dann ist es unnötig. So, hier wächst währenddessen unsere schöne City. Bin gespannt, wie die benutzt wird, weil immerhin haben sie eigentlich mehrere Anschlusspunkte. Aber hier halt einen riesigen Kreisel. Und das ist ja eigentlich, das ist echt viel, was wir jetzt hier gerade errichtet haben. Jetzt außen jeweils eine Anbindung noch machen. Für Züge, dann sollte das funktionieren. Transport. U-Bahn, wo ist denn die scheiß U-Bahn schon wieder? Da ist die U-Bahn. Ah, die tut auch Lärmstärke machen. Geil. Einmal hier und einmal hier. So. Und dann würde ich aber das Ganze hier noch verbinden. Und zwar indem wir, kann ich hier nicht so Punkte reinsetzen oder machen irgendwie? Dots setzen? Weiß es nicht. Ich habe mich mit dem Mod noch nie wirklich auseinandergesetzt. GG würde ich sagen. Weil die kommen jetzt hier nirgends drüber, außer hier. Bedeutet, die müssen alle außen rumlaufen. Ja, das wird schon passen. Stromanbindung. Ja klar, die brauchen jetzt auch eine Stromanbindung überall. So. Angebunden. Und das wäre natürlich auch klasse, wenn die dahinter eine Stromanbindung kriegen würden, hätten können. So. Ist hier raus und hier verbunden. Bis alles groß genug ist, sollte das funktionieren. Dann setzen wir hier nochmal die U-Bahn hin. Hier um die Ecke. Und hier um die Ecke und Clubs angeschlossen. Ey, anschließen die Scheiße. Warum schließt der bitte nicht an? So, perfekt. Klick. Klack. Ab mit dem Schack. So. Und halt so. Zum ersten Mal von hier nach hier machen. Ich würde sagen, die dann in die Gegenrichtung geht wiederum. Also die dann so rumgeht, die geht halt nicht an die eine Station, sondern nur an die andere. Somit haben wir da noch eine Connection erstellt. Ja. Somit sind sie auch mittlerweile connected. Oh ja, Feuerwehr sollten wir hier unten hinsetzen. Ich würde halt irgendwie sagen, dass das... Es wird alles abdecken, außer natürlich die mittleren Punkte irgendwie.
Lol, warum funktioniert das so, aber so nicht? Dann wird hier halt eine Feuerwehr hingesetzt. Warte mal, das ist nur eine Feuerwehr, ne? Und eine Police Station. Ist das die kleine? Das ist die kleine. Und Schulen brauchen die. Ach, die brauchen ja auch noch Schulen. Wir haben doch hier irgendwo ein Schulzentrum gebaut, mal, oder? Bin ich jetzt doof? Nee, haben wir nicht. Können wir doch eigentlich zügig so ein Schulzentrum errichten. Was ist eigentlich mit dieser scheiß Müllanlage los? Ich habe hier extra so viel. Okay, so viel Anlage jetzt auch noch nicht. Wir machen 7000 aber insgesamt. Ja, die können wir jetzt eigentlich hier auch entfernen. Dann können wir nämlich die Straßen hier gerade machen. Dann ergibt es endlich alles einen Sinn. So. Dafür haben die gleich keinen Strom mehr. Jo. Jetzt ist Strom alle. Dafür kann ich den Strom von hier. So, Friedhof könntet ihr noch haben, ne? Friedhof wäre was ganz Schönes für euch. So. Und hier drüben auch noch einen hinten. So, perfekter. Die Krematorienverfügbarkeit ist nicht so hoch. Friedhof ersuchen 14%. Kapazität 21.000. Hups. Wie ist das mit dem öffentlichen Swimmingpool? Und hier drüben so eine Turn- und Fitnesshalle. So. Öffentliche Schwimmbad wird jetzt auch. Das wird echt benutzt. Oha. Jetzt haben wir hier schon Müllberge. Wo kommt denn, wo bleibt unsere Müllverarbeitung? Da, die fährt rein. Und kümmert, oh, wir können schwimmende Müllsammler bauen und Wasseraufbereitungsanlagen und Krematorien. Der Nähe ist hier. Und wir kriegen auch so ein bisschen Krematorienplatz jetzt. Hier vorne kommen noch zwei Krematorien hin. Die sollten sich fürs Erste um das Ganze kümmern. Ich glaube, ich gebe viel zu viel aus für meine Bürger. Die da brauchen auch mal, ich glaube, die brauchen auch eine eigene Müllabteilung. So, wo ist denn das jetzt hier? Oh, ich übersehe gerade die Zeit. Aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, ciao.